Hallo zu Teil 28. Ja, wir sind immer noch im Maskentempel. Und ja, wir wollten noch zu einer bestimmten Truhe ran, die da rechts in dem Weg ist. Ja, da oben wäre aber auch noch die Steintafel, fällt mir gerade ein. Die hatten wir auch noch nicht gelesen. Machen wir doch mal die Steintafel gleich zuerst. Ich muss die Bombe sowieso so werfen. Das passt also ganz gut. Genau, das passt. Okay, auf zur Tafel. Was ist darauf zu lesen? Benutze Bomben, um in die Augen der Karte zu gelangen. Ja, wenn wir einen Blick auf die Karte werfen, sehen wir ja, sie sieht aus wie eine Maske und sie hat eben auch zwei Augen. Und in dem einen waren wir sogar schon drin. Kommen wir gleich nochmal dran vorbei. Genau, das war nämlich hier, dieser Raum. Jetzt sind wir da im Auge. Gut, okay. Jetzt wollten wir hier runter. So, und dann können wir da die Tür aufmachen. Und jetzt überlege ich gerade nochmal, Schalter umlegen, ja oder nein? Doch, wir legen ihn mal um. Okay, erstmal die Tür aufmachen. Ach, daneben. So, nochmal. Schallgeier aus dem Weg räumen. So, jetzt ist der Schalter auch umgelegt. Gut. Gut, jetzt haben wir das auch. Machen wir gleich die Tür auf. So, was haben wir hier drin in der Truhe? 100 Rubine. Ja, super. Herzleiden. Gut. Und kommen wir jetzt wieder da unten lang. Okay, aber damit haben wir jetzt die erste Hälfte faktisch ganz gut hingekriegt. Brauchen wir gar nicht mehr zurückkommen in diese Gegend. Gut. Dann auf in den nächsten Teil des Maskentempels. So, was ist hier? Oh ja, die Bodenfliesen, genau. Kann man mit dem Schwert abwehren, wenn man sich an eine Ecke stellt, ist es einigermaßen sicher. Noch besser ist aber, das Schild zu benutzen. Und da kann man ganz bequem in der Ecke stehen. Und einfach nur warten. Ist sicherer und passiert einem weniger als beim Schwert kann es schon mal passieren, dass man den falschen Moment abpasst und dann, naja. So, wir haben einen kleinen Schlüssel, aber nein, wir gehen erstmal nach rechts. Noch immer werfe ich hier daneben. So, kommen wir jetzt aber. Gut. Oh, wow, 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 gleich vier von den Nerfedingern. Und es leckt auch schon wieder. Das ist interessant. Das war damals beim Gameboy aber das gleiche. Wenn ich in Räumen war mit den Viechern, dann hat das geleckt. Ich glaube, das liegt noch nicht mal an meinem Computer oder im Emulator. Das ist wirklich irgendwie... Das hat das Spiel damals auch schon überfordert. Also das würde mich jetzt auch mal von euch interessieren. Hat das Spiel bei euch an solchen Stellen auch geleckt oder leckt es bei euch? Denn ich glaube... Oh, 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 jetzt wird es aber schon wieder eng hier. Das muss doch möglich sein, hier nicht zu sterben. Und wir haben Geierwallis Trank, aber nö, es muss nicht unbedingt sein. Okay, gleich mal hier die Viecher plätten. Okay, Herz ist gut. Ah ja, doch, natürlich, ich komme rauf. Klar, genau, wir machen jetzt hier den Sprung. Dann rüber auf den Block. Und jetzt dann nur noch... So, perfekt. Mit... 50 Rubinen, ja. Doch, wirklich ein sehr rubinlastiger Dungeon ist das hier. Ja, sehr gut, eine verfluchte Fee. Das brauche ich jetzt. Komm her. Cool. Ja, was haben wir in den Vasen? Nichts, na toll. Bomben, gut. Pfeile, auch gut. Schön. So, und... Aha, da müssen wir nachher gucken, dass wir von rechts kommen, weil wir hier... Ja, irgendwie so eine Enterhaken-Aktion ist das wohl. Okay, klingt, als gäbe es hier einen Schlüssel. Und es ist... Der kleine Schlüssel, okay. Noch ein Schlüssel, was haben wir denn hier? Kleiner, großer... Naja, werden wir rausfinden. Wir kommen ja so noch nicht hin.
aber dann nachher mit dem Enterhaken. Das heißt, wir müssen uns jetzt irgendwie dann auch da rechts orientieren. Aha, die Sonne, okay. Schön. Erledigt. Gut, hier gibt es jetzt auch nichts mehr. Da machen wir mal das Schloss auf. Wow, 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 spuckende Fackeln und Viecher. Bomben. Und Herzen. Und sonst ist der Raum leer. Aber es ist ein Auge, wie man sehen kann. Und das heißt also, es muss sprengbar sein. Irgendwo hier. Genau da. Perfekt. Mir fällt gerade auf, wie oft ich perfekt sage in diesem Video. schön. Hui, oi, ein Zwischengegner. Ein irgendwie niedliches Viech. Ich weiß nicht, wie es heißt, aber es ist süß. Es quietscht so lustig. Was bist denn du hier? Ja, ja, werf hier mal deine Eisenkugel. Ich werf zurück. Ey, das ist meine. Komm her. Aha, tot. Hey, eine Fee, perfekt. Schon wieder perfekt gesagt. Okay. Okay, zurück. Na egal, wir haben die Fee sowieso nicht gebraucht. Mhm. Da ist nichts. Interessant, wir sind schon am obersten Teil, aber trotzdem können wir hochlaufen. Was passiert? Hm, den Raum kennen wir doch. Und wir sind wieder unten. Eine Endlosschleife. Ja, jetzt könnte man also stundenlang hier ständig rauflaufen. Nein, was? Wow, leckt hier denn so böse? Ja. Hört das jetzt mal auf? Gut, okay, eine Treppe, schön. Benutzen wir. Die räume ich besser aus dem Weg. Dann habe ich es leichter. Gut. Jo, genau. Und wieder Bodenfliesen. Okay, Schild. Ach, das ist ja so bequem. Braucht man sich gar nicht anstrengen. Ihr seid ja so harmlos, ihr Fliesen. Könnt mir gar nichts anhaben. So, aber sie haben Löcher hinterlassen. Das ist ja meine schwache Stelle. Ah, okay, gut, hat ja geklappt. Damit hätten wir jetzt zwei kleine Schlüssel. Gut, dann gehen wir doch erstmal nach unten. Genau, gehen wir mal runter. Wow, 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 wow. Aha, aha, aha. Nee, das sieht aus, als würde uns das zum Boss führen. Nee, dann... Ja, da habe ich hier schon wieder alles platthauen. Grrr. Nee, dann gehen wir doch lieber nach oben. Bomben und diese blöden Sonnen. Okay, hier muss ich wohl wieder die Statue benutzen, um die Tür aufzukriegen. Okay. So, und da sind die Pferde, die wir vorhin gesehen haben. Na gut, aber mal gucken, ob ich es hinkriege. Okay, bei dem einen hat es funktioniert. Mann, wenn ich da bloß ein System wüsste. Ist da irgendein Trick? Leute, wirklich. Das kann jetzt sein, dass das ewig dauert. Okay, das war gut. Das nicht. Mensch, ich weiß es nicht. Okay, also es ist wirklich, es ist reine Glückssache. Hm. So, ja, benutzen wir die Pegasus-Stiefel. Geht schneller. Wobei es auch ohne gehen würde. Muss man dann halt immer einzeln vorgehen. So, Karnickel, die wir mit Vasen erledigen können. Aber wir haben nur zwei Vasen, aber drei Karnickel. Jetzt zeige ich euch einen Trick, den vielleicht auch noch nicht jeder kennt. Genau, der ist richtig cool. Ja... Kaum zu glauben, unsere friedliche Marin, ja, mit ihrem mit ihrer schönen Ballade vom Windfisch. Dieser Song kann töten. Gut aufpassen.
Effekts. Ja, funktioniert übrigens nur bei den Kanikeln, soweit ich weiß. Ja, ist mir mal durch Zufall passiert, dass ich irgendwie die Flöte auf dem B-Knopf hatte und plötzlich waren die Hasen tot und ja, seitdem kenne ich diesen Trick. Fand ich auch irgendwie sehr lustig. Oh, Dodongos. Ja, da braucht man natürlich Bomben, ist klar. Komm her. Friss das. Sehr schön. Nein, 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 nein. Gut. Komm, happy, happy. Fressi Bombili. Schwere Kost. Ah, blöde Viecher. Ich will doch nur hier. So gehört sich das, genau. Komm, du auch noch. Super. Auch super. Mann. Komm, so nur noch eine Bombe, die du brauchst, oder? Was geht? Hallo? Gut. Wuff, na endlich. So, wo bringt uns die Treppe hin? Okay, bringt nix. Dann besser mal hier. Ah, sehr schön, hier sind wir jetzt. Aber Moment. Ich kann da nur rüber, aber nicht mehr zurück. Und dann muss ich einen ganz langen Weg laufen. Nee, nee, dann gucke ich doch besser mal. Wie genau, wir sind von da gekommen. Dann gucke ich besser mal nach oben. Ja, weil das wäre ja sonst ärgerlich, wenn wir den ganzen Weg dann nochmal laufen müssen, nur um wieder hier hinzukommen. Und wir wollen ja wirklich alles finden. Ja, das ist tückisch. Schwingt man sich mit dem Enterhaken rüber, ohne groß nachzudenken und ja, hat dann plötzlich einen langen Marsch vor sich. Das wollen wir nicht. So, jetzt. Gut. Bomben. Bomben können wir gut gebrauchen nach der Dodongo-Aktion hier. So, was finden wir hier? Wieder eine Truhe, für die wir offensichtlich den Schalter erstmal umlegen müssen. Nein, ich will das Teil der Macht nicht haben. Okay, Boomerang. Ich hoffe, der sammelt sich das Teil der Macht ein. Gut, sehr schön. 200 Rubine, yay! Damit sind wir schon wieder fast bei allen Rubinen, die es zu finden gibt. So mag ich das. Okay, sehr gut. Blöd. Okay, das hat funktioniert. Gut. Schalter... Nee, lege ich besser wieder um. Das hat soweit alles gepasst da unten. Und nicht, dass wir uns irgendwo den Weg blockieren. Ich glaube, es geht schneller, wenn ich hier auf die eine Taste das Kraftarmband nehme und auf die andere einfach den Boomerang. Brauche ich nicht ständig ins Menü. So. Ja, das ist besser. Ja, und jetzt können wir mit dem mit dem Enterhaken rüber. Genau. So, den Schlüssel haben wir doch auch noch. Jo. Und ich sehe, die Zeit wird eng. So, den Schlüssel können wir uns doch noch holen, da oben. Geht nicht? Okay. Und es ist der große Schlüssel. Juhu. So, jetzt haben wir doch, glaube ich, wirklich alles gefunden und müssen bloß noch zum Boss. Ja, sieht so aus. Okay, alles klar. Im nächsten Video dann auf dem Weg zum Boss. Bis dann.